Oh ja, warum nicht mit Rousseau, Jean-Jacques, beginnen, der in seinen Bekenntnissen schreibt: Niemals habe ich so viel gedacht, nie bin ich von der Tatsache meines Daseins, meines Lebens und, wenn ich so sagen darf, meines Ichs so erfüllt gewesen, als auf meinen einsamen Fußwanderungen. Das Gehen hat etwas, was meinen Gedanken erregt und belebt. Wenn ich mich nicht bewege, kann ich kaum denken. Mein Körper muss gewissermaßen in Schwung geraten, um auch meinen Geist zum Schwingen zu bringen. Das freie Land, die Aufeinanderfolge so vieler freundlicher Anblicke, die frische Luft, der große Hunger und die Gesundheit, die ich mir stets beim Gehen erwerbe, die Ungezwungenheit des Gasthauses, die Entfernung alles dessen, was mich meine Abhängigkeit fühlen lässt und mich an eine wahre Lage erinnert, befreit meine Seele, verleiht mir eine größere Kühnheit des Denkens. Rousseau ist nicht der Erste, der eine Verbindung zwischen Gehen und gutem Denken herstellt. Aber er ist der erste bedeutende Autor, der darüber reflektiert, was es eigentlich heißt zu gehen. Er schreibt dem Gehen einen romantischen Wert zu. Man kommt der Natur näher, dem Ursprünglichen, und empfindet zugleich Wohlbehagen, ein reines Glücksgefühl. Außerdem ist man frei. Der Gehende fühlt sich frei, er kann seine Wege selbst wählen. Außerdem ist es gut für das Denken und die Gesundheit, sich zu Fuß fortzubewegen. Am besten gehen wir aus der Stadt heraus, ins Freie, aufs Land und in die Natur. Das befreit die Gedanken und wirkt appetitanregend. Aber was sollen wir essen? Sören Kierkegaard schrieb: Vor allem verliere nie die Lust zu gehen. Jeden Tag gehe ich mich in einen Zustand des Wohlbefindens und gehe fort von jedweder Krankheit. Ich bin zu meinen besten Gedanken gegangen und ich kenne keinen Gedanken, der so bedrückend wäre, dass man ihn nicht gehend hinter sich lassen könnte. Aber indem man still sitzt, kommt man dem Gedanken umso näher, krank zu sein. Und Ludwig Wittgenstein notierte 1937 in seinem Tagebuch: Das Christentum sagt, du sollst hier in dieser Welt sozusagen nicht sitzen, sondern gehen. Du musst hier weg und sollst nicht plötzlich weggerissen werden, sondern tot sein, wenn dein Körper stirbt. Die Frage ist, wie gehst du durch dies Leben? Oder, das sei deine Frage. Denn meine Arbeit zum Beispiel ist ja nur ein Sitzen in der Welt. Ich aber soll gehen und nicht bloß sitzen. Schon Aristoteles griff eine griechische Tradition auf, die Denken und Gehen vereinte. Aristoteles ging und dozierte in den Säulengängen im Lykäon. Die Schüler dieser Schule wurden Peripatetiker genannt, vom griechischen Peripatos, Wandelgang. Die Sophisten gingen von Stadt zu Stadt und lehrten Rhetorik. Wir wissen von den Spaziergängen eines Sokrates. Innerhalb und außerhalb der Stadtmauern, er liebte es zu gehen und zu reden, zu flanieren und sich zu unterhalten. Doch wenn er wirklich in Gedanken versank, hielt er inne. Manchmal blieb er lange stehen. Einmal rührte er sich eine ganze Nacht nicht von der Stelle. Die Stoiker erhielten ihren Namen nach einem Säulengang in Athen, die Stoa. Ein Gehweg, auf dem sie promenierten und diskutierten. Die Verbindung von Denken und Gehen wurde also von der Philosophie etabliert. Immanuel Kant machte täglich nach dem Mittagessen einen Spaziergang durch Königsberg. Wir erinnern uns an Nietzsches Aussage, er setze wenig Vertrauen in die eigenen Gedanken, wenn sie nicht an frischer Luft auf einem Spaziergang gedacht worden seien. Doch auch die Dichter gingen und schrieben über das Gehen. Mit Bruce Chatwin ist das Gehen zu einer Arbeit geworden, denke ich. Es erfordert keine Bewerbung, keine Zeugnisse, man macht sich einfach auf den Weg. Zur Tür hinaus, jederzeit geradeaus, in irgendeine Richtung, die offene Straße hinab, auf zwei langsamen Füßen. So einfach kann es doch nicht sein. Oh nein. Lass mich von meinem ersten Zusammenbruch erzählen. Das ist auch von unten zu hören.